Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Unboxing Zartox. Ich war ja auf der Konichi und da habe ich mir natürlich ein paar neue Erscheinungen besorgt, unter anderem Psycho Pass, die zweite Staffel. Ja, wenn ich das jetzt auspacke. Heute ist auch der neue Kase Newsletter angekommen, wo drin steht, dass sich das Release davon um 2 Wochen verzögert aufgrund von produktionstechnischen Problemen, was ich jetzt nicht verstehe. Ich meine, die hatten es ja zur Konichi schon da. Naja, keine Ahnung. Werden schon wissen, warum, aber naja. So sieht der Schuber aus. Diesmal glänzend. Der von der ersten Staffel war ja matt. Hat ohne Seriennummer. Ich habe hier die 1739. Auf 3000 Stück ist das limitiert. Und auf der Rückseite ist wieder so ein Zettel, den wir mal abmachen, da ja noch eine andere Alternativ-Artwork drauf ist. Hier haben wir es. Hier sind 150 Minuten, das heißt 6 Folgen drauf. Und da holen wir es mal raus. Hier haben wir es. Meter mit Arcane vorne auf dem Titelbild. Das ist ja wieder das gleiche wie auf dem Zettel. Und da haben wir das Inlay. Das ist quasi das gleiche, nur halt nur die Konturen in weiß. So sieht das dann nochmal komplett aus. Und hier ist wieder der Umfragebogen drin und ein paar Postkarten. Und natürlich die Scheibe. Und dahinter ist natürlich auch noch ein bisschen was. Und hier oben in der Ecke stehen die Episodentitel. Ja, das war's auch wieder mit dem Unboxing zum ersten Volume zu der Serie Psycho Pass der zweiten Staffel. Was ich die letzten Videos vergessen habe anzukündigen, auf dem Blog habe ich mittlerweile mal eine Fotogalerie hochgemacht von der Animagic 2015 und von der Konichi wird es auch so eine Galerie geben, die wird im Laufe der nächsten Woche dann hochgeladen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.